Ja, hallo, herzlich willkommen. Dienstag, mittlerweile 17:45 Uhr. Wir beginnen mit dem heutigen Kurs. Was machen wir heute? Wir haben heute wieder eine Zweiteilung in unserem Programm. Zuerst eine kleine Strength Session und hinten noch ein knackiges Workout. In der Strength Session machen wir heute Deadlifts in folgender Ausführung. Wir machen One-Leg-Deadlifts, also auf einem Bein. Mit einem Zusatzgewicht, Dumbbell, Kettlebell, was auch immer ihr daheim habt. Wir machen 6 Runden, sollten dann in Summe 3 Runden pro Fuß sein. 8 Wiederholungen. Eingestellt hätte ich das Ganze mit 2 Minuten, also alle 2 Minuten eine Runde. Das sollte ausreichend Zeit sein. Die Reps machen wir langsam und kontrolliert. Und wenn wir dann eine gute, ja, Minuten Pause haben, dann passt das ganz gut. Müssen wir schauen, wenn es ist, machen wir es auch schneller. Genau, das machen wir 6 Runden lang, 8 Wiederholungen. Zur Technik dann später. Und das Workout schaut halt wie folgt aus. Wir machen ein M-Rep 18 Minuten lang aus folgenden Wiederholungen: 21 Sumo Deadlift High Pulls, 15 Box Jumps. Boxjumps, nicht Boxjump-Overs und 9 Kettlebell-Snatches. Ich habe da jetzt nicht dazu geschrieben, alternieren, was auch immer. Was für euch, any style. Also ihr könnt es 9 auf einem Ohr machen, in der nächsten Runde wechseln. Ihr könnt es auch alternierend machen. Das ist jedem selber überlassen. Gibt keine Vorgabe. So, soweit zum allgemeinen Teil. Das heißt, wir gehen gleich medias in res. Mit unserem Warm-up. Wir machen da 3 Runden aus. Relativ simpel. 30 Jump and Jacks, damit wir einen Blood Flow in Bewegung setzen. Dann noch 15 alternierende Lunges, 10 Air Squats und 5 Tiptoes. Von dem Ganzen 3 Runden. Mir nach. Thank you.
So, die Lunges machen wir in der zweiten Runde jetzt einmal nach hinten. Haben wir auch wieder eine Variation. Müssen wir eigentlich die zweite machen. Warum? Brauchst du das? Naja, wenn du brauchst, dann wieder. Kannst du schon haben? Ja. Was ist denn da? Das so, es waren jetzt zwei Runden. Ich werde es an dieser Stelle das allgemeine Workout, allgemeine Warm-up lassen. Ich merke, zwei Runden passt eigentlich ganz gut. Wenn ihr noch dritte Runde machen wollt, einfach auf Pause drücken, die Runde noch machen und dann wieder zuschalten. Das geht ja im Online-Modus ohne Probleme. So, wir setzen jetzt fort mit der Mobility. Speziell jetzt hintere Kette braucht man heiß für die Deadlifts, für die Pulls. Da müssen wir schauen, dass wir hinten schön offen sind. Das heißt, wir machen jetzt drei Übungen. Das erste ist einmal, dass wir uns 10 Rollovers einzischen. Die Matten da sind eigentlich bekannt. Wir setzen uns einfach hin. Sitzen hin, danach gehen wir mit den Händen quasi vor zu den Zehen und dann rollen wir einmal nach hinten, bis dass die Zehen auf der anderen Seite sind. Und da machen wir 10 Stück und das Ganze langsam, also Schleudertrauma soll jetzt keiner haben. Letzten. Jawohl. Das macht er wieder auf Zeit. So, wir setzen fort mit dem Around the World, heißt das Ganze.
Und zwar, wir gehen in eine Plank Position und von dort drehen wir nach oben auf, Seiten wechseln. Machen wir insgesamt 10 Stück. Wunderbar. Und danach gehen wir nochmal zu unserer Box, Sessel, wo immer wir heute aufspringen. Ganz simpel, Fuß nach oben und dann dehnen wir uns da nochmal schön ein für die Hamstrings. Halten 10 Sekunden. Wunderbar. Langsam lösen. Seitenwechsel. Und lösen. Passt. Jetzt genehmigen wir unsere Trinkpause. Prost. Passt. Dann gehen wir gleich schon zu unserem Single Leg Deadlift. Ich mache das Ganze mit einer Kettlebell. Geht aber mit der Dumbbell genauso. Beziehungsweise wer es im Gym noch macht, kann er gern eine Langhantel nehmen. Bewegung ist immer die gleiche. Wie schaut das Ganze aus? Ja, ich zeige es von der Seite vor. Also wir nehmen das Gewicht, sagen wir in die linke Hand, dann ist er das linke Bein das belastende Bein und das rechte ist quasi frei. Ich zeige es von der Seite vor. Und das, was frei ist, das Bein, das lassen wir immer gestreckt und sollte immer in einer Linie mit unserem Oberkörper sein. Von da gehen wir minimal quasi in der Tipp-Position, dass wir ein bisschen unsere Knie quasi nachgeben, also nicht stocksteif dastehen. Und dann gehen wir mit dem Bein quasi nach oben und unser Oberkörper geht nach unten. Ich zeige das einmal vor. Wichtig. Wir sollen natürlich schauen, dass wir in der Hüfte möglichst stabil bleiben und dann nicht irgendwie umeinander fallen. Zeig's einmal vor. Ja, ihr habt selber gesehen, ein gewisses Gleichgewichtstraining haben wir da heute auch gleich dabei. Zeig's nochmal vor, mach's gleich mit Gewicht. So soll es im Endeffekt ausschauen. Wichtig ist dabei, dass wir dabei Körperspannung halten und wirklich stabil sind. Zielmuskelgruppe, hintere Kette, Oberschenkel, unterer Rücken, da wird sich das Ganze bemerkbar machen. So, jetzt jeder ist einmal freihändig ohne Gewicht probieren. Beide Seiten, linker Fuß, rechter Fuß und wirklich immer schauen, dass das nicht belastende Bein durchgestreckt ist. Durchgeschlägt. Also sobald wir irgendwie sowas machen, sind wir nicht mehr auf der Ideallinie. Also wirklich immer schön in einer Linie. Ja, passt. Das jeder mal ausprobiert mit Gewicht. Und danach können wir eigentlich gleich starten. 6 Mal, 8 Wiederholungen. Ich stelle die Uhr. Ich glaube, 2 Minuten ist uns fast zu viel. 8 Wiederholungen sind doch nicht so viel. Machen wir 90 Sekunden. Sechs Runden lang. Passt.
Wo ist gestellt? Das Ganze sauber machen, gell? Also nicht rudeln. Zeit ist kein Faktor. So, erste Runde. Licht aufgenommen und dann fest und geh schon dahin. Halfway there. Wunderbar. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden Rest, das passt ideal. Ja, in 10 Sekunden geht es in die zweite Runde. Also beziehungsweise erste Runde mit dem zweiten an dem anderen Bein. Ja, geht schon dahin. Ja, also ich muss ehrlich sagen, es wäre in Zukunft eine ganz gute Aufwärmübung für alles, was irgendwie in Richtung Deadlift geht. Das gefällt mir gut. Also ich spüre richtig schön meine Hamstrings. So, in 10 Sekunden geht es weiter. Ja. War unsauber. Halfway there. Okay, in 10 Sekunden nächste Runde.
Häuschen. So, jetzt haben wir noch einmal beide Seiten. Ja, also man spürt da immer rumfahren, dass man da stabil bleiben muss. Gut. So, letztes Mal in 10 Sekunden. 10 Sekunden. Ja, genau. That's great. Wunderbar. Halfway there. Okay, wir setzen fort. 10 seconds. Vorbereiten fürs Workout. Sumo Deadlift, High Pulls, Box Jumps und Snatches. So, wir beginnen mit unseren Sumo Deadlifts. Und zwar, wir fangen einmal an mit normalen Sumo Deadlifts, also noch kein High Pull. Standbreite sagen wir immer ungefähr doppelte Schulterbreite. Ja, plus minus. Ob die Zehenspitzen jetzt gleich nach außen schauen oder komplett Pfeilgerade nach vorn, ist eben selber überlassen. Bein auf Belieben. Dann, Dumbbell, Kettlebell ist direkt unter uns. Und von dort machen wir fünf normale Deadlifts. Wunderbar. Dann für unseren High Pull
Also der kommt jetzt dazu. Brauchen wir mehr Schmalz aus dem Hüftbereich. Und danach, wenn wir quasi durchgestreckt haben, dann kommt erst die Zugphase nach oben. Dumbbell, Kettlebell sollte in etwa auf Brusthöhe sein, wobei unser Ellbogen der höchste Punkt in der Bewegung ist. Also keiner soll so die Kettlebell halten. So sind wir da mal. Machen wir nochmal 5 Wiederholungen. Jetzt ist wichtig, Explosivität. Wunderbar. Dann können wir gleich fortsetzen mit unseren Snatches. Wir fangen nochmal an mit 5 Snatch Pulls. Beim Snatch sind wir nicht wie beim Deadlift ganz oben drüber, sondern schauen wir, dass wir mit dem Oberkörper eher aufrecht sind, eher mehr in Richtung Squat. 5 machen wir gleich High Pulls. 5 Snatch High Pulls. Okay, Pause. Und danach ziehen wir gleich durch. Machen wir fertig. Machen wir auch nochmal 3 Wiederholungen. Immer vom Boden. Okay. Gleiches Spiel nochmal mit dem anderen Arm. 5 Puls. 3 Snatches. Ja, abgelegt. Jetzt nur zu unserer Box. Wir starten noch mit alternierenden Step-Ups. Machen wir ein paar Wiederholungen. Und dann die Box-Jumps. Ob sie dann von der Box überspringt und wieder aufspringt, also quasi mit einem Dip quasi, oder ob sie übersteigt, ist auch wieder euch überlassen. Box-Jump heißt nur, dass wir aufspringen. Wie wir wieder runterkommen, ist wurscht. Und die Wiederholung ist dann fertig, wenn wir auf der Box gestreckte Knie haben, gestreckte Hüfte haben. Dann haben wir fertig. Also ich will keinen sehen, der so ankommt und wieder runtersteigt. Also Knie, Hüfte, beides muss gestreckt sein. So, Step-Ups. Wunderbar. Soweit, so gut. Dann jetzt nochmal individuelle Workout-Vorbereitung. Kluge trinken, Uhr herrichten, Musik stellen, was auch immer ihr braucht. Nicht schrecken, ich halte das Leiberl ausgezogen. Da drin ist doch ein wenig wärmer wie erwartet.
So, ich werde mich jetzt wieder auf Stumm schalten, weil ich tue mir Muse rein. Ich sage euch dann nochmal kurz einen Thumbs up, bevor es losgeht. Timecap 18 Minuten, 21 Kai-Pulls, 15 Jumps und 9 Snatches, M-Rap 18 Minuten. Ich melde mich gleich nochmal. So, also wir werden jetzt gleich starten. Uhr bitte wieder jeder selber stellen. M-Rap 18 Minuten. Bis gleich.
So, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt das Workout gut gemeistert. Bitte Ergebnisse eintragen, nicht vergessen. Und dann wünsche ich eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.